Es ist das Reich vom Kurator Matthias Wohlgemuth, das Gemäldedepot unterhalb vom Kunstmuseum St. Gallen. Rund 3000 Bilder lagern hier. Seit Anfangsjahr untersucht das Kunstmuseum die Werke, die es vom Sammler Eduard Sturzenegger bekommen hat. Die Werke sind in den 20er und 30er Jahren vom letzten Jahrhundert ins Museum gekommen. Bei den Bildern besonders interessant die Stempel und Notizen auf der Rückseite. Es sind Katalognummern oder Etiketten der Besitzer, die bei diesem Bild etwas Neues zeigen. Was wir jetzt zusätzlich noch gefunden haben, ist die Nummer, die handschriftliche Nummer in blauer Kreide, die unter dem Kleberli teilweise sichtbar ist, die Nummer S60. Die Forschung ist auch ein bisschen Detektivarbeit. Ist das Kunstwerk Raubkunst oder nicht? Was bedeutet die Nummer S60? Die Lösung findet Matthias Wohlgemuth in den Akten der Gemäldesammlung. In verschiedenen Schachteln lagern Lieferscheine, Rechnungen, Korrespondenzen. Und die Akten zusammenzubringen mit den Bildern ist nicht immer ganz einfach, in dem Fall aber gelungen. Das schönste und vielleicht aussagekräftigste Dokument wäre die Rechnung, ausgestellt an Herrn Eduard Sturzenegger von der Galerie Baum in München. Vom 28. Februar 1920, da haben wir in der ersten Position Karl Spitzweg, S60, Gebirgslandschaft. Die Rechnung mit der gleichen Nummer wie auf dem Bild beweist, das Bild ist nicht gestohlen, sondern noch vor den Nationalsozialisten die Macht ergriffen haben, legal gekauft und gezahlt worden. Dass das Kunstmuseum ihre Kunstwerke untersucht, hat verschiedene Gründe. Einerseits sei der politische Druck grösser geworden, durch die Digitalisierung sei die Forschung heute aber auch einfacher. Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, an Archivmaterial herzukommen, an Fotomaterial herzukommen. Die Verbindungen, die Vernetzungen sind viel näher, intensiver. Also man hat dort auch bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen. Das Kunstmuseum hat bis jetzt noch keine Raubkunst gefunden. Ganz anders das Historische und das Völkerkundemuseum gerade nebendran. Diese Silberschiffli haben einer jüdischen Sammlerin gehört, sind aber vom NS-Regime versteigert worden. Raubkunst also. Im Januar werden sie darum zu London versteigert, sagt Peter Müller. So hätten die Erben das gewünscht. Ein schwieriger Moment für das Museum. Die Schiffli der Erben abzukaufen, sei nämlich keine Option gewesen. Für das hat einfach unsere Kasse nicht gelangt und der St. Gallo-Bezug war zu klein gewesen. Auch bei dieser Schale ist die Herkunft nicht restlos geklärt. Sie kommt ursprünglich aus Russland, ist sicher keine Nazi-Raubkunst, aber vielleicht trotzdem mal gestohlen worden. Die Provenienzforschung käme hier aber einen Anschlag. Nur schon, weil es auf Russland führt, in die ehemalige Sowjetunion, weil es dort ganz andere Archivsituationen sind, andere Museumssituationen, eine andere Sprache. Und das wäre für uns ein brutaler Aufwand. Aber es zeige vor allem, dass Raubkunst nicht immer im Zusammenhang mit den Nationalsozialisten stehen müsse, sondern dass es das rund um den Globus gäbe. Im Kunstmuseum ist bis jetzt bei rund 50 von den 140 Werken klar, dass es keine Nazi-Raubkunst ist. Im Frühling läuft das aktuelle Projekt aus, bis dann ist die Herkunft aber noch nicht bei allen Bildern geklärt. Für den Matthias Wohlgemuth unbefriedigend und darum wird die Forschung weitergehen, wenn die Finanzierung vom nächsten Projekt startet.